Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wir wollen in diesem tiefen Kapitel des Johannesevangeliums, im sechsten Kapitel, unsere Beobachtungen fortsetzen. Wir haben beim letzten Mal schon die Neugierigen entdeckt, die da Jesus suchen, weil sie von ihm gehört haben, von seinen Wundern. Und sie sind selber Zeuge eines Wunders geworden, indem Jesus ihre Bedürftigkeit sieht und ernst nimmt. Sie haben Hunger. Er sagt, sie sollen es sich bequem machen. Er lässt sie lagern. Und aus dem Wenigen, das da ist, aus den 5 Broten und 2 Fischen, sättigt er alle. Das Evangelium spricht von 5000 Männern. Brot, alle satt. Das war's. Das ist großartig. Aber Jesus erkennt, dass darin eine große Gefahr liegt. Er entzieht sich ihnen. Er trennt sich von ihnen. Aber nicht nur von den Neugierigen, die er satt gemacht hat, sondern er trennt sich auch von den Jüngern. Die Jünger nehmen einen anderen Weg. Die Neugierde ist noch nicht gestillt. Diese Menschen brechen auf. Sie laufen um den halben See herum. Sie wollen ihn wiederfinden. Sie suchen Jesus. Sie lassen noch nicht locker. Aus welchen Motiven? Das ist zunächst offen. So sehr Jesus die Bedürftigkeit wahrnimmt dieser Menschen, dieser Neugierigen. Und wir haben letzten Sonntag schon festgestellt, dass es ja nicht nur eine Episode von früher ist, sondern dass es für heute genauso gilt. Deshalb lesen wir dieses Evangelium. Das gilt auch für die Neugierigen heute. Vielleicht sogar für uns, die wir sagen, wir sind lange in der Kirche etabliert. Wir glauben schon ein ganzes Leben lang. Vielleicht 12 Jahre oder 70 Jahre. Es wäre schlimm, wenn wir die Neugierde verloren hätten. Wenn wir die Suche nach Jesus aufgegeben hätten. So ist also auch von uns die Rede. Jesus nimmt die Bedürftigkeit ernst, aber er erschöpft sich nicht in der Befriedigung der Bedürfnisse der Neugierigen. Deshalb die Trennung. Deshalb bei allem, wenn wir heute von niedrigschwelligen Angeboten in der Kirche reden, das ist, mag alles seine Richtigkeit haben, aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Es geht um mehr. Es geht nicht darum, den Leuten ein nettes Happening zu ermöglichen oder diese oder jene Party auszurichten. Oder, ich will das gar nicht abschätzig sagen, wir sehen, Jesus nimmt das ernst, die Neugierde, und er kommt den Menschen entgegen. Aber er bleibt dabei nicht stehen. Religion, Christentum zumindest, ist keine Bedürfnisbefriedigung. Es ist mehr. Aber was ist es? Jesus will die Menschen, die neugierig sind, weiterführen. Und wenn wir dieses Weiterführen ernst nehmen, haben wir so etwas wie ein Schlüsselwort für das ganze Johannesevangelium. Die Menschen selber kriegen eine Idee. Das sind ja meistens gläubige Juden. Sie erinnern eine Situation aus ihrer Heilsgeschichte. Das ist in den Lesungen ja auch angeklungen und im Antwortpsalm. Diese Geschichte mit dem Manna. Da hat es also schon mal eine Situation gegeben, da sind sie auch satt geworden. Da haben sie vorher rumgenölt und rumgemeckert und gesagt, alle verrecken in der Wüste. Aber nein, dann kam Brot vom Himmel. Aha, hat das etwas mit diesem Jesus oder was wir jetzt erlebt haben zu tun? Hat das etwas zu tun mit der Eucharistie, in der wir immer mit dem Brot vom Himmel, wie wir sagen und beten, gesättigt werden? Es hat etwas zu tun damit. Aber wir dürfen hier nicht zu kurz denken. Wenn Jesus mitten im Evangelium heute sagt, dass er das Brot ist, das vom Himmel kommt, dann soll uns bitteschön einfallen, was wir das ganze Johannesevangelium hindurch hören. Er, das lebendige, ewige Wort Gottes, er kam in sein Eigentum, er geht von Gott aus, er ist bei Gott zu Hause, er ist selber ganz in Gott und aus Gott. Er kommt in diese Welt, wie damals das Brot vom Himmel in der Wüste. Wozu kommt er in die Welt?
Er kommt in sein Eigentum, wie es heißt, aber dieses Eigentum, diese Welt erkennt ihn nicht. Sie lehnt ihn ab. Sagt, was soll das jetzt hier? Was ist das für eine Veranstaltung? Wozu ist er da? Wozu kommt er? Er kommt, einen Weg zu bahnen. Eine Welt, die permanent auf sich selber fokussiert ist, die sich in sich selber verliert, die nur an sich selber denkt, die den Weg verloren hat, die soll den Heimweg finden, den Weg zurück zu Gott. Das nennen wir Erlösung. Und das ganze Johannesevangelium ist wie eine einzige Weggeschichte. Wenn zwei Jünger des Johannes, nachdem sie Jesus zum ersten Mal begegnet sind und Johannes der Täufer Zeugnis für ihn abgelegt hat, fragen: Herr, wo wohnst du? Wo ist deine Bleibe? Wo ist der Weg? Wo können wir wirklich wieder einen Weg finden, um heimzukommen, um anzukommen? Wenn Jesus davon spricht, in den letzten Stunden seines Lebens, ich gehe hin, euch einen Weg zu bereiten. Wenn er Maria Magdalena nach der Auferstehung verwehrt, ihn anzufassen, ihn festzuhalten, sagt er, ich bin noch nicht zum Vater heimgekehrt, zu meinem und zu eurem Vater. Dann taucht dieses Motiv immer wieder auf. Und auch heute, der Weg durch die Wüste, den die Menschen erinnern aus ihrer Heilsgeschichte, aus der Geschichte Israels. Sie werden gestärkt mit dem Brot vom Himmel, damit sie nicht verloren gehen, damit sie eben nicht in der Wüste krepieren. Das ist der Sinn, den Weg heimzufinden. Deshalb kann Jesus sagen von sich selber, ich bin der Weg. Denn Jesus erklärt nicht irgendeinen Weg. Er zeigt nicht einen Weg auf, den wir zu gehen haben. Er geht ihn. Er ist selber dieser Weg. Und so wie er dieser Weg ist, ist er auch zur Speise geworden. So wird er zum Brot in der Wüste, zum Brot in all diesen Verirrungen dieser Welt. Deshalb sprechen wir in der kirchlichen Tradition von der Eucharistie als Viaticum, als Wegzehrung, nicht nur für die Sterbenden, sondern auch für uns, die wir heute an der Kommunion teilhaben. Denn Eucharistie meint nichts anderes als die Gabe des ewigen Lebens. Davon spricht Christus. Das ist das Ziel seiner Sendung. Das ist das Ziel der Erlösung. Lassen Sie mich zwei kleine Beobachtungen aus dem Text anschließen, die uns vielleicht hilfreich sein können. Ihr sucht mich. Ja, Sie suchen diesen Jesus. Sie laufen ihm nach, Sie denken, jetzt sind die Jünger weg, da ist er aber nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Sie suchen ihn, sie finden ihn, aber sie suchen ihn immer noch. Sie sind noch nicht am Ende. So ist das, liebe Schwestern und Brüder, wenn man beginnt, Jesus zu suchen. Man findet kein Ende. Man wird in diesen Sog der Suche, man wird auf diesen Weg hineingezogen, bis man heimgekehrt ist. Vorher wird man nicht ankommen. Wir dürfen uns nicht zu schnell zufrieden geben und sagen, ich habe meinen Jesus gefunden. Es gibt keinen privaten Jesus, den man finden kann und sich damit zufrieden geben kann. Den gibt es nicht. Wenn man das meint, gefunden zu haben, ist es nicht Jesus. Es gibt nur eine permanente Suche, die immer wieder neu aufbrechen muss, die immer wieder neu die Stärkung braucht der Eucharistie in der Mitte der Kirche. Bei allem, was daran schwierig ist, auch heute setzt sich die Kirche zusammen. Aus den Jüngern, die abwesend sind, die Apostel, die hier gar nicht stattfinden. Aus den Neugierigen, die nichts kapieren, die wie ein Brett vor dem Kopf haben, die wissen zwar ihre Heilsgeschichte, wir können sagen, sie erinnern sich noch so ein bisschen was aus dem Religionsunterricht. Da sind noch bis zu ein paar Brocken, sind noch hängen geblieben und die klappern dann so herunter, wie wenn man eine alte Wasserleitung ausklopft und so ein paar Brocken Kalk fallen raus. So ein bisschen was ist da. Aber das ist nicht genug. Die Suche bleibt. Es braucht immer einen neuen Aufbruch, ganz hin zu ihm. Und die zweite Bemerkung macht uns das noch deutlicher. Wenn Jesus vom Werk Gottes spricht,
Er sagt, müht euch nicht für eine Speise ab, die vergänglich ist, sondern alles, was ihr tut, Jesus weiß, dass wir arbeiten müssen, dass wir etwas zu essen brauchen, dass wir wohnen müssen, dass wir Kleidung brauchen. Er weiß das. Manchmal stellen wir das Christentum auch in einer Verklärung so dar, ursprünglich war das nicht so. Nein, als hätten die ersten Christen, wären die nackig rumgelaufen und hätten nichts gegessen und nie geschlafen und so. Das ist idiotisch. Das hat es nie gegeben. Jesus weiß das. Aber er sagt, alles, was ihr tut, in diesem Bereich, muss eine Offenheit haben. So nennt das Adrian von Speyer. Es muss geöffnet sein für das Unvergängliche, worum es eigentlich geht. Worum geht es eigentlich? Dass ihr die Werke Gottes tut. Die Menschen fragen das. Was müssen wir denn tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Und ich finde sehr hilfreich, was die eben schon erwähnte Adrienne von Speyer dazu schreibt. Sie sagt, die Menschen sehen die Hauptsache des religiösen Wirkens in der Organisation ihres eigenen Lebens und der ganzen Kirche. Und sie erwarten nun, dass man ihnen eine Anleitung dazu gibt. Wir werden ja Zeuge dessen, wohin das führt. Wir haben eine super Organisation. Es gibt, glaube ich, gar keinen Bereich des menschlichen Lebens, der von der Kirche nicht organisiert würde. Es gibt für alles eine Stelle. Und notfalls, wenn Sie denken, da gibt es keine, rufen Sie mal im Generalvikariat an. Man wird Ihnen dort helfen, wenn jemand an ein Apparat geht. Das ist nicht immer garantiert. Das ganze Leben ist durchorganisiert. Super. Es fehlt uns ja nicht an Geld. Es fehlt uns auch nicht an Stellen, die wir schaffen. Alles ist großartig. Und trotzdem wirkt das Ganze tot. Warum? Jesus gibt uns die Antwort darauf. Wir wollen zwar eine Anleitung haben, wie wir das denn jetzt machen. Jetzt sag uns mal, wie wir die Werke Gottes vollbringen können. Dies und das und jenes und dann macht ihr das noch und dann ist gut. Jesus gibt eine glasklare Antwort, die uns eigentlich bis ins Mark treffen müsste. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es geht also primär nicht um Organisation, nicht um dies oder jenes, sondern zunächst ganz einfach und doch so schwierig um den Glauben an Christus. Nicht um dies oder jenes, um den Glauben an Christus geht es. Um nichts anderes. Alles andere erwächst daraus oder es ist eben tot, wie wir das erleben. Wenn es nicht aus dem Glauben an Christus erwächst, sondern aus unterschiedlichen Strömungen, vielleicht sollten wir mal das machen oder das ist jetzt gerade up to date. Jetzt müssen wir uns um die Flüchtlinge kümmern irgendwie und da müssen wir uns auch ständig zu äußern. Wenn es nicht aus dem Glauben an Christus erwächst, ist das alles nichts. Lebt nicht wie die Heiden, hat uns Paulus in der zweiten Lesung zugerufen. Ihr müsst eure frühere Lebensweise ablegen. Wo ist sonst der Unterschied? Wo ist sonst der Unterschied zu denen, die rechts und links neben uns wohnen und von Kirche und von Christentum und von Christus nichts wissen wollen? Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied zu all den, ach so wohlmeinenden humanitären Organisationen? Keiner? Wenn es diesen Unterschied nicht gibt, liebe Schwestern und Brüder, sind wir wie die vielen Neugierigen, die sich am Ende des sechsten Kapitels, so sagt es der Evangelist ganz ehrlich, abwenden und sagen, das, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann dem eigentlich zuhören? Und auch viele der Jünger wenden sich ab. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Unsere Suche hört nicht auf. Wir müssen den Weg weitergehen, der Christus selber ist.